So, meine Lieben, willkommen zurück zu Let's Play Nebukadnezar. Wir werden noch eine ganze Weile in dieser Mission hier rumstecken, wenn er so weitergeht. Das Wichtigste für mich ist jetzt erst einmal hier ein paar Töpferwaren natürlich hinzubekommen und die Leute soweit zu entwickeln. Das haben wir ja soweit geschafft. Aber jetzt auch Ziegel zu machen, um zumindest schon mal den Tempel soweit fertig zu bauen. Gegebenenfalls können wir hier oben nochmal irgendwann weitere Bauern mit hinstellen, aber jetzt sind die Ziegel Vorreiter in der Priorität. Das bedeutet, bitte haut mir doch mal hier noch ein paar Ziegel zurecht. Obwohl, ich muss den Tempel weiter unten bauen. Das können wir auch hier machen. Das ist hier kein Problem. Hier haben wir sowieso schon einiges an Ziegeln und so weiter und so fort. An Ziegeln sei schon an Lehm. Oh je. Ich bin nicht begeistert. Es läuft alles nicht so, wie ich das möchte. Viel zu langsam teilweise. Das macht mich so ein bisschen kirre. So. Vier Stück dürften reichen. Dann brauchen wir die Ziegeleien. Auch vier Stück. Eine Straße. Und ein Lagerhaus. Nur für Ziegel. So, dann bauen wir unseren Tempel. Der könnte im Prinzip auch gleich hier unten stehen, dann haben wir ihn wenigstens hinter uns. Wenn ich dort unten noch eine weitere Bierproduktion mit hinzimmern will, wird das nichts. Ich würde gerne tiefer gehen, aber tiefer geht's nicht. Dann stell den meinetwegen. Ich meine, wo er letztendlich hinkommt, ist ja egal. Er wird ja sowieso dann von den Karawanen beliefert. Ich will ihn am liebsten irgendwo in der Ecke haben, wo man ihn nicht sieht, wo nichts los ist. Ein kleines Stück tiefer und ich werde zufrieden. Es ist nicht meins, es ist nicht meins. Ich hasse es. Ah. Hier oben sollen die anderen stehen. Da will ich nichts bauen. Ich stelle das Ding jetzt einfach mitten rein, dann ist gut. So, eine Straße mit ran. Und dann dürft ihr anfangen. Das bedeutet, erstmal werde ich hier jetzt eine weitere Feuerwache mit hinstellen. Sich nur um die Dinge hier kümmert. Eine Karawanserei, die Ziegel dann von hier nach da bringt. Da wir die Ziegel nachher nicht mehr brauchen, können wir im Prinzip ja alles abreißen und haben dann wieder jede Menge Bauern für andere Dinge übrig. Alles ist gut. Wichtig ist jetzt, dass wir wieder weitere Stadtbewohner bekommen und die irgendwo mit unterbringen können. Frage ist, wo noch? Könnten auch hier oben leben. Aber da kriege ich keinen Fisch. Das heißt, die müssten im Prinzip hier mit hin. Aber eigentlich hatte ich den Platz für andere Dinge vorgesehen. Ach, es ist nicht meins. Es ist absolut nicht meins. Ganz ruhig, ganz ruhig. Eins nach dem anderen. Ich werde die Stadtbewohner jetzt hier mit hinsetzen. Nee, geht nicht, wegen dem Teil. Gott, ich hasse es. Ich hasse es, wenn es nicht so klappt, wie ich mir das vorstelle. Zumal wir noch nicht mal einen Goldschmied, eine Siegelwerkstatt oder sonst irgendwas haben. Wir sind ja noch komplett aufgeschmissen und im Prinzip noch völlig am Anfang. Ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich bis zum Ende durchhalte. Es sind noch zwei weitere Missionen. Und wenn da noch weitere Gebäude und sowas alles mitzukommen und die auch noch auf eine weitere Stufe gebracht werden sollen, na dann holla die Waldfee. Dann war es das für mich.
Ich bamsel die jetzt einfach hier hin, dann importieren wir hier die Sachen und setzen die Residenzen weiter nach hinten und dann ist gut. Auf geht's. Farmen, Pflanzenfarmen. Dann könnte ich vielleicht auch noch ein bisschen mehr Kupfer fertig machen und die Leute hier entwickeln. Wohingegen unten die Leute nie entwickelt werden. So, da kommt sowieso nur Kupferschmuck rein. Hier wird es vollständig ausgebaut. Wir brauchen wieder Bewässerungsanlagen. Gott sei Dank haben wir noch so viel Geld. Aber das bleibt auch nicht ewig der Fall. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir jedes Mal, wenn wir neue Leute mit in die Stadt holen und die irgendwo reinstecken, in irgendwelche Produktionen, dass wir dabei sehr viel Geld auch in Löhne zahlen. Das bedeutet, es bringt mir eigentlich nichts, die Stadt immer größer werden zu lassen, außer vielleicht ein bisschen Ansehen. So, jetzt die Straßen. Gut, Fisch kann ich hier oben holen, das ist kein Problem. Lagerhäuser. 1, 2. Okay, dann den Marktplatz, von dem aus wir die Datteln dann rüberbringen. So ist gut. Für den Fisch werden wir dann hier einfach bloß noch mal ein paar Teile mit hinbauen. Das ist okay. So hätten wir am Anfang nie bauen können, um die Stadtbewohner mit unterzubringen. Straßen mit ran. Ja, es kann sein, dass wir ab dem nächsten Part auf einfach schalten müssen, auch wenn es mir leid tut. Aber das kann durchaus sein. Deswegen will ich euch schon mal darauf vorbereiten, dass es passieren kann. Weil ich mir absolut nicht sicher bin, ob das, was ich hier tue, dann auch in späteren Missionen Erfolg haben wird. Ich bin immer ganz froh gewesen, dass wir das auf normal hier durchgespielt haben, ohne großartige Probleme. Aber mittlerweile denke ich mir auch so, könnte es extrem schwierig sein. So, eine Karawane. Ne, ich brauche erst hier ein Lager. Und eine weitere Straße sowie einen weiteren Marktplatz, der den Fisch dann ausliefert. Sehr gut. Jetzt könnt ihr Fisch von hier nach da bringen. Und dann kriegen wir nochmal einen ganzen Schwung Stadtleute, Stadtbewohner. Aber was mir dann fehlt, sind eben wieder ganz viele Bauern. Theoretisch müsste ich die also sogar noch weiterentwickeln. Weil die sind schon auf dem Höchststand, die auch. Oder wir setzen nochmal einen Schwung Bauern irgendwo mit hin. Oh Gott. Straße. Da kommt bitte nur Fisch rein.
Da kommt auch nur Fisch rein. Hier kommen nur Datteln hin. Da kommen nur Datteln hin. Dann brauchen wir jetzt die Deko wieder. Ja, so langsam kriegt man das Zittern, weil man es einfach nicht so gut hinbekommt. So, dann brauchen wir hier auch noch Heiler. Und eine Feuerwehr. Sowie weitere Deko, die die Umweltverschmutzung raushaut. Guti. Da ist noch Umweltverschmutzung, die muss ich auch noch loswerden. Schon besser, aber nicht perfekt. Aber ich muss mich halt auch um normale Deko kümmern. Ja, super. Das hat geklappt. Das heißt, die sind jetzt alle erstmal zufrieden und könnten sich im Prinzip entwickeln, wenn sie denn genügend Waren hätten. Im Moment fehlen allerdings dafür die Datteln. Dafür fehlt der Fisch. Das muss alles erst noch dazukommen und wir brauchen auch noch Plätze. Dafür haben wir diese hier ausgewählt. Und dann haben wir mal eben 10.000 dafür ausgegeben, dieses neue Wohngebiet hier fertig zu machen. Und ich hoffe, es lohnt sich, dass wir dafür wenigstens nochmal einen ordentlichen Schwung von den Stadtbewohnern bekommen, sodass wir noch mehr Ketten produzieren und mit den Ketten dann diese hier nochmal entwickeln. Das wäre mein Wunsch. Dann hätten wir erstmal wieder für eine lange Zeit genug und könnten uns endlich darum kümmern, auch die anderen Bewohner noch zu bekommen, die Aristokraten. Guti. Guti, guti, guti. Ihr seid soweit vollgeladen. Der nächste Schwung an Essen kommt demnächst. Das sind im Prinzip bloß 40 Häuser. Und wir haben genügend Datteln, das sollte reichen. Das heißt, du kannst jetzt hier schon mal langlaufen. Und du darfst hier langlaufen. So, die mit dem Fisch läuft hier lang. Ach Quatsch. Erstmal so hoch. Und die mit dem Fisch läuft dort entlang. Und jetzt gucke ich mal ganz kurz wegen dem Fisch. Wir machen 9 Fisch. Mal 4. Ist eigentlich nicht genug. So, mal 5. Dann haben wir definitiv genug, dann haben wir 45. Nee, doch. 45 reicht. Mhm. Okay, neue Leute ziehen dazu. Wir werden hier schon mal eine Straße rüberziehen. Unser Ansehen wächst weiter, aber nicht besonders groß. Das sind auch gar nicht so viele, ne? Theoretisch könnte ich hier noch ein paar mehr Leute mit unterbringen. Hier unten habe ich auch nur 4 Fischerboote, aber trotzdem reicht es, um alle irgendwie zu versorgen. Die Lager sind niemals leer.
Das wundert mich ein bisschen. Dabei sind das weitaus mehr als hier drüben. Und die wollte ich schon immer mal erweitern. Das werden wir jetzt auch mal machen. Ist ja kein Wunder, dass wir so wenig haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Da sind schon genügend Patrouillen. Das ist okay. Ihr passt hier auf alles auf. Medizinische Versorgung ist da. Auch hier bauen wir noch mal eine Stadtwache mit dazu. Goodie. Das Schöne ist, dass wir keine neuen Leute hinzufügen müssen. Wir müssen bloß das Ganze hier noch mit einbinden, sprich mit Plätzen ausstatten. So, weitere Deko hinzufügen. Und sicherheitshalber noch ein bisschen was an Eliminierung für die schlechte Luft tun. Okay. So, dann ist der nächste Auftrag, angucken, wo die überall langlaufen. Du läufst durch die Mitte. Das nehmen wir jetzt mal raus. Du läufst jetzt hinten rum. Da wieder hoch und dann wieder zurück. Weil du... Ne, du hinten rumläufst. Genau. So, dann haben wir die Datteln schon mal ausgeteilt. Jetzt kommt der Fisch. Du hast den Bereich, du den. Den nehmen wir mal raus. Du läufst so rum, da runter, hier wieder hoch, da runter. Fertig. Dann kommt die eine mit den Ketten nach hinten und die hier wird aufgelöst, wird so rumlaufen. Okay, und hat die alle mit drin. Das Einzige, was sein kann, ist, dass wir jetzt für die Kupfermine noch ein bisschen was anderes machen müssen. Der Tempel wird auf jeden Fall fertig gemacht, braucht aber sehr viele Ziegel. 1162. Das dauert eine Weile. So, dann haben wir den einen Priester, der im Prinzip nur die hier umfasst. Der läuft jetzt hier hinten rum, geht dann da wieder runter, hier wieder hoch. Okay. Und jetzt haben wir jede Menge Stadtbewohner, das dürfte für eine ganze Weile reichen. Wir müssen nur dafür sorgen, dass die Ketten genug produziert werden. Ketten verbrauchen wir 1, 2, 3, 4, 40 Mal. Produzieren machen wir 1, 2, 3, 27 plus 27 sind auf jeden Fall mehr als 40, sind 54. Das ist gut. Das heißt, einen Teil können wir noch verkaufen. Ich würde sagen 10 Stück auf jeden Fall, aber mehr nicht. Dadurch wird unser Ansehen natürlich geschmälert, aber sobald wir wieder ein bisschen mehr haben und fast am Ende sind, können wir das ja einmal hochschalten und dann ist gut. Plus, dass wir jetzt 1000 Leute hier mit untergebracht haben, nur dadurch, dass wir hier und da drüben noch ein paar Leute mit drin haben, 1000 Bauern einfach so weg, das finde ich enorm. Und Bier werde ich euch nicht zur Verfügung stellen. Bin froh, wenn ich hier die Produktion einigermaßen aufrechterhalten kann.
Dann muss ich noch einen Schwung Bauern mit hinstellen. Aber nur welche, die wirklich auf der ersten Stufe sind, beziehungsweise auf der zweiten, wenn sie Essen bekommen und Milch. Hier ist eine Krankheit ausgebrochen, ja, ist nicht schlimm. Dann kommen hier jetzt noch Bauern mit hin und im Anschluss kümmern wir uns endlich mal um die Residenzen. Und das Schöne ist, dass wir dieses Teil dann auch fertig kriegen, das bringt dann auch nochmal sehr viele Punkte mit dazu. Aktuell bekommen wir durch Bauern 171 Prestige. Das ist eine Menge. Der Handel bringt bloß 255. Aber ich kann mich erinnern, dass wir schon mal für die Bevölkerung weitaus mehr Prestige hatten. Das liegt vielleicht daran, dass wir nicht alle auf die letzte Stufe gebracht haben, eben auch gerade bei diesen Leuten hier. Das muss ich unbedingt noch abändern. Das werden wir aber hier dann hauptsächlich machen. Wir müssten bloß im Prinzip noch mehr von diesen Ketten haben, damit wir... Obwohl, ich kann das auch hier alles produzieren und euch vergrößern. Am Ende ist es egal, dann vergrößere ich euch. Dadurch haben wir genügend Ketten, um auch diese Leute dann nicht abzudecken, aber die hier zumindest. Und dann bringen wir die auf die nächste Stufe. Wenn wir Papier, eine Bücherei und rituelle Gegenstände haben, also bräuchten wir dann im Einkauf jetzt Elfenbein. Ich habe nicht genügend Bauern. Jetzt erstmal die Bauern. Eins nach dem anderen. So, eine Pflanzenfarm und eine Tierfarm. Dann ganz viele Bewässerungspumpen. Nee, kein Weg, sondern Bewässerungskanäle. Also ihr seht schon, das Spiel ist echt anspruchsvoll und weitaus komplizierter als die damaligen Teile von Sierra. Hier muss man sehr viel taktieren und überlegen, wie man das alles hinbekommt. Weiter weg kann ich nicht gehen. Nö, dann brauche ich doch noch eine Pumpe. Ich habe gedacht, ich könnte mir eine Pumpe ersparen oder so, aber nö. Wenn nicht, dann nicht. Gut. Straßen. Lager. Das ist die Tierfarm, also kommt hier wieder Milch rein mit Brot. 20 mal Brot, 16 mal Milch. Getreide dürfen wir nicht vergessen, Straßen kommen wieder mit dazu. Und schon sind wir wieder in dieser Anfangssituation. Eigentlich habe ich gedacht, wir hätten mittlerweile genügend Bauern, aber pff. Man ahnt es nicht, wie viel man benötigt. Ja, wir sind jetzt hier in einem leichten Minus, was die Leute angeht. Das wird auch erstmal so eine ganze Weile bleiben. Aber da müssen wir jetzt durch und wir kommen ziemlich nah an die hier ran. Das gefällt mir überhaupt nicht. So. Straße. 1, 2, 3, 4, 5. Einen Marktplatz, der nur Milch und Brot liefert. An die Häuser hier. El Presidente befiehlt sofort ein Abo dazulassen. Sonst. Sonst was? Genau.